Hallo, liebe YouTuber, wieder zur nächsten Folge auf der Wutscheier-Farm. So, mal schauen, was heute ansteht. Schauen wir mal. Wir haben keine Tiere, okay. Wachstum. Bodenbeschaffenheit. Okay, 2. Nee, ich muss noch mal schauen, das passt nicht. Wachstum testen. Nein. Okay, abgeerntet ist 2. 6 ist noch. Das heißt, wir müssen hier wieder anpflanzen. Na, erst einmal grubern bei 2. Ja, genau. Was kostet Feld 2? Dann kaufen wir das, Feld 3, das kaufen wir dann auch noch. Was ist dann drauf? Na gut. Dann fahren wir zurück und nochmal Feld 3. Ich muss die Lautstärke schon wieder zurückstellen. Mein Drescher hat mal super Aussicht. Alles schön offen. Gefällt mir. So, auf zu Feld 3. Jetzt haben wir noch 61.000. Das ist noch genug. Pass mal durch. Jawohl. So, dann setzen wir hier mal an. Dann sollte das mal machen. Der fährt jetzt zu Feld 3 zum Abtanken. Und irgendwas hatte ich noch vor mit dem JCB. Aber es fällt mir momentan nicht ein. Ja, jetzt wo ich die Bayern sehe, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Mal schauen, ob wir die Bayern Garten sind. Nein, keine Gabel. Okay. Müssen wir schauen, ob wir hier was gekauft haben. Am Shop steht nichts. Okay. Wir
mal hoch runterfahren. Okay, eine Gabel liegt oder was. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss nur unbedingt mein Regal zulegen. Hier ist ein Gewicht. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Nee. Genau, eins wollte ich noch machen. Ich wollte mir einen genau eine Kaufstation hinstellen. Die habe ich schon auf einem anderen Mod, iMap, und die den daher, genau, den stellen wir uns da hin. Aber wo? Ich hab's. Den stellen wir hier hin. Drehen wir das Ganze. Nee, stellen wir hier so her. So, passt. Und wir brauchen eine Gabel. Eine Gabel. Genau, hier. Eine Ballenspieß, genau. So, ein bisschen was rot. Genau. Und wir brauchen einen Hänger für die Ballen zum Aufladen. Das ist für Quader. Wir haben Rundballen. Dann nehmen wir hier den der Ballenwagen. Den. Genau. Treibhauptfunks, genau, die kaufen wir noch. Passt. Wunderbar. Dann fahren wir schneller zum Shop. Wir haben nur zwei Traktoren, okay. Dann fahren wir schnell mal runter, holen unsere, ja, holen unseren Hänger und unseren Ballenspieß. Ach ja. Gott sei Dank. Der Chase B ist sehr anfällig im Unfall. Unser gutes Stück. Okay. So. Ach, ich habe ja genau. Aber ich nehme lieber den Ballenspieß. Der ist mir ein bisschen lieber. Ich weiß, den muss man hier selber abladen, aber es ist schon gut, dass es aufgeladen wird. Dann geht es ein bisschen zügiger zum Starten. Komm, oh Gott. Heute ist aber Verkehr. Danke. Ja, Klappe. Erst rauslassen und dann hupen. Nee, wir fahren oben rauf.
Dann tanken wir hier schnell ab, dass der weitermachen kann. Es ist schade, dass man hier den Schwart nicht abschalten kann. Ne, die Schwartablage. Das geht bei dem nicht. Ja. Das ist so niedrig. Wow. So. Schauen wir mal. Okay. Wunderbar. Ja, wenn du dich selber erladen würdest, dann würdest du ewig brauchen. Das ist schon gut, wie das ist. So. Okay, dann stellen wir den auf die Seite. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, den lassen wir hier mal stehen und holen uns die Ballenpresse. Wenn ich weiß, wo sie stehen würde, dann wäre es nicht verkehrt. Hier sind die zwei Sachen. Ich glaube, der steht noch drüben, oder? Mal zu unserem Hof rüber schauen. Weil hier steht nichts. Nein. Dann fahren wir schnell rüber und holen uns die Presse. Müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt die noch besitzen. Ja, die ist noch da. Das nächste Mal werden wir uns hier ein paar Kühe zulegen. Wo ist hier meine Presse? Dort hinten möchte ich dann die Ballen einlagern. Hier ist, ich fahre vorbei. Okay. Die könnten wir eigentlich drüben stehen lassen, weil hier sind ja die ganzen Felder dran. Sparen. Ich muss hier fahren. Dann machen wir noch ein paar Heuballen, weil das, was wir haben, ist ein bisschen zu wenig. Fahren wir hier rüber. So. Ja, ja, ich weiß, dass das nicht mein Gebiet ist. Wir könnten es zwar noch schwaden, aber mit den Kleinen wären wir nicht. Also da brauchen wir schon was Größeres. Das wird nichts. Dann machen wir es lieber gleich so. Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass er automatisch stehen bleiben würde, wenn er voll wäre. Also der Ballenreste. Ja. Und
bräuchte man nicht immer achten, wie voll das schon ist. Das wäre halt auch ein Gimmick. Ne? Naja. Aber man kann nicht alles haben. So. Die Lenkung ist wieder falsch eingestellt. Jetzt ist richtig. Da geht die hintere Achse und die Vorderachse nicht. Ich will nur, dass die vorderen Achsen sich bewegen. Dann ist es leichter zu formen. Oha. Raus damit. So. Also wir machen jetzt das Feld auch fertig mit den ganzen Ballen. Und dann werden wir hier noch Feld 6 drüben abernten. Und wenn das abgeerntet ist, werden wir auf Feld 6 hier Gras ansetzen. Ja. Dann bräuchten wir noch Heu und Gras. Bisschen Gras, ne? Müssen wir dann zu Heu machen. Weil wir brauchen alles für die Kühe. Und dann machen wir aufbäumen. Mal loses Gras ginge auch, aber wir müssen uns wieder einen Ladewagen kaufen. Momentan geht es nicht finanziell, weil wir haben unsere Ausgaben auch noch, ne? Unsere Helfer bezahlen, Strom, Wasser, alles. Das kostet alles Geld. Die ganzen Samen, was wir so brauchen. Ach komm. Hier raus damit. So. Okay, der Rest steht schon wieder. Wisst ihr, was haben wir geschafft? Wir haben uns das Feld gekauft, schon die Hälfte abgeerntet, Ballen gepresst. Ja, besser geht ja gar nicht. Fahren wir hier rüber, lernen wir hier aus. Also gut, dann war's das heute wieder. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, bis demnächst.